Hallo zusammen, es ist spät. Es ist 21.15 Uhr am 9.09.2020. Heute gibt es was Neues. Mein Name ist Christian Schlegel und heute reden wir mal über den TechDAX. Denn der hat auch viele schöne Söhne und Töchter und ich mache den eigentlich viel zu selten. Bei der Gelegenheit ruhig mal einen Aufruf. Sagen Sie mal, was Sie sich wünschen. Ja, ich habe damit kein Problem. Sie merken, dass ich so eine gewisse Regelmäßigkeit drin habe in den verschiedenen Indizes und auch mal Gold. Aber wenn da mal irgendwie was ist, sagen Sie einfach mal Bescheid. Ich schaue, ob ich was machen kann. Und jetzt kommen wir zum TechDAX. Das Erste, was mir auf dem Bild auffällt, ist diese Geschichte hier. Der war unter 20 und dreht nach oben auf einem tiefen Niveau. Ein gutes, neues Kaufsignal. Das Zweite ist hier das MACD. Heute sind alle Märkte gestiegen. Das Histogramm wird kürzer. Ja, morgen nochmal ein kürzeres und dann haben Sie da das zweite Kaufsignal. Und jetzt kommt es vom Chart her. Wir haben einen schönen Doppelboden. Hier, hier. Sind an der 200-Tage-Linie von oben einmal rangekommen, zweimal rangekommen. Ja, wir haben sie leicht unterboten, das nehme ich aber nicht so ernst. Also Doppelboden, das ist auch grundsätzlich positiv. Wir handeln heute bis zur 20-Tage-Linie 3108. Ich finde, der Freund hat jetzt eine sehr gute Chance, mal dieses Niveau hier bei 3200 rauszunehmen. Ich mag den. Ich habe den lange, lange nicht mehr gehandelt, aber ich mag den. Wenn ich das hier so sehe, muss ich das mögen. Jetzt gucken wir mal hier, ich habe einen Schein rausgesucht. Das hier ist 2800, ich sage es Ihnen ganz genau, 2958. Und da gehe ich nochmal 20 Punkte drunter und lande bei diesem Schein hier. Das ist ein Call von 2938,60, ein Open-End-Schein, ändert sich also jeden Tag nach oben, hat momentan einen Hebel von 18. Und die Kennnummer von Goldman Sachs, die GC89GQ, Gustav Q. Da kann ich ganz knapp dahinter gehen, weil wenn er das wirklich rausnehmen sollte, dann hat er nochmal hier runter Platz bis zu diesem Niveau. Da sind wir bei 2870. Aber mir gefällt es. Das Gesamtbild finde ich sehr stimmig. Der darf jetzt nur nicht wieder 4-5 Tage brauchen in der Seitwärtsbewegung, sondern er soll dieses Momentum hier mal mitnehmen und sich dann anschicken, hier nochmal hochzugehen. Das ist nämlich nicht viel, das sind gerade mal 3%. Und wenn er das schafft, gucken wir hier auf dem Chart, ist er ganz nah am Alltime-High, 3306. Also ich mag das. Ja. Ich sage Ihnen aber auch einen Put und den würde ich hier hinterlegen, dahinter. 3268, also noch ein Stück dahinter, 3300, kann ich gleich das hier nehmen, 3320, sowas in der Art. Dann nehme ich hier mal den Hebel ein bisschen runter. Ja, nehmen wir nochmal einen Punkt runter auf 15. Das passt. 3318,25. Das ist ein 15er Hebel. Der kommt allerdings bei mir erst dann in Frage, wenn wir diesen Doppelboden rausnehmen. Bei 2956. Also das ist ein Put 3318 mit der Kennnummer Gustav Bertha 2ERZ. GB2ERZ. Also auf jeden Fall den TechDAX sich mal anschauen. Ich wünsche euch was. Happy Trading, fette Beute, bye bye.